Und hier wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Borderlands The Pre-Sequel hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. So, wir haben soeben Deadlift, den Bösen der Bösen, überhaupt besiegt. Ein komischer Typ, der irgendwie so auch rumbrutzeln kann und... Also der setzt hier so ganze Plattformen unter Strom, aber der ist jetzt Geschichte. Da liegt er. Können wir uns gleich nochmal angucken. Wie Museum ist das dann hier? Tun wir noch mal ein bisschen was für die Geschichte. Yeah. Ihr seid ja immer noch da. Wo lag er? Da ist ein Grab, ne? Wie kommen wir denn da hin? So, da ist er. Können wir gleichzeitig ein bisschen Munition einsammeln? Aber so sah er aus, ne? Als er noch lebte. Sah er etwas lebendiger aus und hat auch lebendigere Sachen gemacht. Aber gut, den haben wir in der letzten Folge endgültig erledigt. Und das finde ich wunderbar. Ich glaube, ich werde von hinten etwas angebaggert. So. Kann ich hier noch irgendwas... Ich will... Hallo? Hier konnte ich ja gerade. So. Jetzt müssen wir da oben hin. Vorsicht, da unten? Ja. So. Das Problem ist, seine blöden Anhänger, die kommen immer noch ab und zu mal hier und wollen was von uns. Aber das wollen wir natürlich nicht. So, ja, mal... versuchen mal alles mitzunehmen, aber man kann einfach nicht alles mitnehmen. So. Ja, okay. So. Räumen wir nochmal richtig ab. Ist aber alles voll. Hier ist wahrscheinlich dann auch nichts drin. Doch, das können wir alles mitnehmen. Und jetzt sind wir hier. Vor der Toilette. Cool. Ich möchte nicht in die Scheiße packen. Alter, der Deadlift, der hatte bestimmt einen harten Stuhlgang, echt. Also, das war so ein harter Typ, ne? Also, gehe ich mal davon aus, dass der harten Stuhlgang hatte. Wenn du den Digistruck-Schlüssel hast, kannst du eine meiner Mondzungis bei der Dahlstation anschalten. Begib dich hin. Aber Vorsicht, nach den großen Bersten haben sich dort Scavs eingenistet. So, Scavs, ne? Also Bescheid. So, jetzt können wir mal ein bisschen Geld einkassieren. So. Eine Kiste. So, hier haben wir mal wieder Waffen. Und hier auch. Und da gucken wir mal ein bisschen, was hier so los ist. Jawohl. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die ist jetzt nicht so spannend. 17. Das ist gut, der vergleicht dann direkt die Waffen hier. Ich denke dann nämlich noch... Nee, die ist Inventar voll. So, dann schmeißen wir mal irgendeine Waffe raus. Irgendeine, die nix kann. Die geht eigentlich sogar noch. Schmeißen wir die mal raus. Wieso kann ich die jetzt nicht wegwerfen? So. So eine kleine will ich nicht. So, schmeißen wir weg. Und nimm. Welche wollte ich denn jetzt mitnehmen? Die? Die? Nein, die. So, und dann können wir hier ein bisschen Munition noch mitnehmen. Und noch mehr Munition. Und noch mehr geht nicht. Inventar voll. So, Speicherpunkt. Sehr, sehr geil und sehr, sehr wichtig. Jetzt rüste ich mich mal kurz mit den neuen Waffen aus. Wo sind sie denn? Da, die. Eintritt ins Vakuum. What the fuck? Nee, habe ich keinen Bock drauf. So, gucken wir kurz auf die Karte. Wohin wir eigentlich müssen. Dann müssen wir hier wahrscheinlich lang, okay. Sauerstoffgeysire füllen dein Auskit wieder auf. Einfach reinstellen und tief durchatmen. Ja, ich weiß. Jetzt haben wir so eine ganze Kolonne hinter uns. What the fuck? Belkis war ganz früh eine alte Dahl-Kolonie. Aber dann kam das große Bersten. Überall trat Lava aus und Dahl verzog sich in Windeseile. Die haben ganze
zu Fabriken zurückgelassen. Die Maschinen wittern dort vor sich hin. Nach ein paar Jahren kam die erste Flotte. Es war nicht wirklich die erste, aber man nannte sie so. Jetzt leben wieder Leute hier. Naja, Leben ist vielleicht zu viel gesagt, aber es sind Leute hier. Neben allen anderen Lebewesen. Niemand weiß, wie es zum großen Bersten kam. Aber die meisten sagen, Dahl ist schuld, weil die Mineralien geschürft haben oder so. Keine Ahnung. Storys müssen nicht... So, du hast den Kraken Pass überlebt, ne? Und? Komm rüber, ich wollte jetzt eigentlich die Story weiterhören. Komm rüber, damit wir Deadlift und seinen geilen Raumanzug rächen können. So. Aber, ich glaube, ich gehe erstmal da hinten hin, weil da ist eine schöne Mission. Fällt mir gerade auf. Weil da ist ein gelbes Ausrufezeichen. Dann gehen wir an der Kolonne einfach vorbei. Oh! Ich dachte, die machen doch nichts. Machen wir mal Action-Skill, dann sind wir hier quasi geschützt. Da. Pum. Oh, falsche Abbiegung hier. Was macht der denn da? Ach, der tötet die ganzen Viecher. Fum, fum. Die Waffe ist echt nett, glaube ich. Fum, fum, fum. Okay, ich habe so gut wie nicht getroffen, aber macht ja nichts. So, weil das ist eine Nebenmission und da möchte ich mal gucken. Ne? Die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. So, da liegt jemand, aber ich glaube, erstmal muss ich die Dinger hier töten. So, nächstes Level. Uah. Fum, 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 fum. Reicht das? Ja, reicht erstmal, ne? So, sein letzter Wille. Er mag ja tot sein, aber irgendwie scheint er zu wissen, was du als nächstes vorhast. Die nehmen wir mal natürlich an. Blablabla, aktive Mission. Die können wir da sehen, sein letzter Wille. So, was will er denn? Uah! Stop it! So, jetzt können wir hier was aufnehmen. Dies ist der letzte Wille von Dahl, Captain Tom Forsen. Deadlift Scavenger stürmen in diesem Augenblick mein Schiff. Möge derjenige, der dieses Echo findet, den Anstand haben, einem Todgeweihten die letzten Wünsche zu erfüllen. Drücken Sie auf nächste Nachricht, wenn Sie dazu bereit sind. Natürlich! Ich bin auch programmiert, allen Menschen zu helfen, tot oder nicht tot. Danke. Zuerst muss Colonel Sarpedon von meinem Tod erfahren. Verbinden Sie diesen Echo-Recorder mit einem Sender und übertragen Sie die Nachricht. So, ja, dann machen wir mal unsere erste Nebenmission hier. Also hier ist jemand wohl abgestürzt. Durch blöde Umstände. Und wir erfüllen ihn jetzt seinen letzten Willen. Wie schön eigentlich, wir helfen jemandem. Das ist doch toll. Ist doch schön. So. Nee, du nicht, Kleines. Wow. So. Gleich kriege ich wieder sowas von hinten einen auf den Sack. So. Die Waffe ist nett. Wow! Wow! Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich kommst. Ich auch nicht. Hilfe! Alter. Alter, was ist denn hier los? Boah, das geht echt wunderbar mit der Waffe. So, wir müssen irgendwie da hochkommen. Hier ist ein Speicherpunkt. Und das mundet mir sehr. Klingt mir sehr praktisch, weil... Das zeigt einen ja an, wo die sich auch befinden. Komm, trau dich, trau dich.
So, irgendwie sollen wir jetzt da hochkommen. Wir rutschen gerade eher runter. Eieieiei. So, wir leben noch. Hier ist eine fette, fette Kiste. Mit Schilden. Inventar voll, da müssen wir mal wieder was rausschmeißen. Ja, doch, nehmen wir die mal. Und die. Und nehmen dafür. Oder? Nehmen wir den. So, wunderbar. Und jetzt sind wir an unserem Ziel. Danke, dass du mich über Captain Thorsons Schicksal informiert hast, Kammerjäger. Bitte sehr. Dafür gebührt dir mein Respekt. Ja. Aber verschonen werde ich dich deshalb nicht. Ja, das ist ja die Böse. Tod informiert haben, will ich, dass sie mich rächen. Anscheinend stürmt Squad, Deadlifts Lieutenant, gerade mein Schiff. Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie ihn für mich finden und töten könnten. Aber sicher doch, aber sicher doch. Echt Wahnsinn. Toll. So, ja, wir watscheln dann mal los hier. Treffen wir die eigentlich von hier? Echt relativ präzise. Auf die Distanz macht zwar nicht mehr so großen Schaden, aber das macht er nicht. So, jetzt bräuchte ich eigentlich eher eine Schnellfeuerwaffe. Nehmen wir mal die. Ist auch nicht wirklich so die perfekte Waffe. So, aber schon mal besser als nichts. So, wir müssen jetzt irgendjemanden finden hier. Ah, ich glaube, ich sehe ihn. Dass sie Squad umgelegt haben. Ja. Teufel, ich kann ihn hören. Okay, letzte Bitte. Sie müssen einen Typen namens Nell finden. Einen Typen namens Nell finden wir natürlich gerne. Hier, da ist einer. Der sieht aus wie so ein Nell. Werfen wir mal eine Granate zurück. Hoffentlich haben sie viel Spaß mit. Und jetzt sagen sie ihm, er ist ein Arsch. Okay, beleidigen wir ihn. Herrlich, so. Aber, ich würde sie gerne belohnen, aber sie wissen ja, ich bin tot. Trotzdem, danke. Kammerjäger, ich möchte dir danken, dass du Captain Thorsons letzten Willen erfüllt hast. Komm zu den folgenden Koordinaten. So, also fassen wir zusammen. Hier gibt es auch echt nette Leute. Wenn man sich vorstellt, der sieht so evil aus. Der sieht sowas von evil aus. Aber eigentlich ein ganz sympathischer Kerl. So, wir sollten hier mal weggehen. Aber gut. So. Was ist da oben? Wir gehen mal kurz hin. Ah, eine Kiste. Blablabla. Schnapp dir deine Beute. Ja, ich denke, das werde ich dann, wenn, in der nächsten Folge machen. Und, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis dann. Tschüss.